HTML und CSS. CSS-Regeln. Sie haben nun bereits gesehen, wie CSS-Regeln die Farbe eines HTML-Elementes verändern können. Nun schauen wir uns etwas genauer an, wie CSS-Regeln aufgebaut sind. Eine CSS-Regel besteht aus drei Elementen: einem Selektor, einer Eigenschaft und einem Wert. Zum Beispiel H2 als Selektor, Background Color als Eigenschaft, die Hintergrundfarbe, und dann noch der Wert Raute 60 7D 8B. Diese Regel besagt, dass alle H1-Elemente eine Hintergrundfarbe von Raute 60 7D 8B erhalten sollen. CSS-Selektoren. Selektoren geben an, auf welches HTML-Element eine CSS-Regel angewandt werden soll. Hinweis: Wir werden hier nur die wichtigsten Selektoren kennenlernen. Damit kommt man schon sehr weit. Für eine ausführliche Übersicht suchen Sie im Internet nach CSS-Selektoren. Der Typselektor. Der Typselektor wird angewandt auf alle Elemente mit dem entsprechenden Tag. Wenn wir als Beispiel alle P-Elemente ansprechen wollten, würde dies so aussehen. In der CSS-Datei steht P, geschweifte Klammer auf, dann kommen die Eigenschaften und die Werte und geschweifte Klammer zu. Die HTML-Seite besitzt zwei P-Elemente, auf die die CSS-Regeln angewandt werden. Die Schriftfarbe wird somit rot bei beiden P-Elementen. Klassenselektor. Klassenselektoren werden sehr häufig verwendet. Dazu fügt man dem HTML-Element ein Attribut Class hinzu und gibt ihm einen beliebigen Wert. In CSS kann man nun die Elemente ansprechen, die das gleiche Class-Attribut haben. Man macht dies mit einem Punkt, gefolgt vom Class-Attribut. Im folgenden Beispiel gilt der Klassenselektor für alle Elemente, welche ein Class-Attribut mit dem Wert Highlight haben. In CSS sieht das wie folgt aus: Punkt Highlight, geschweifte Klammer auf, dann kommen die Eigenschaften und die Werte. Hier mal die Eigenschaft Hintergrundfarbe und dann geschweifte Klammer zu. Und so sieht das in HTML aus. In diesem HTML würde die CSS-Regel auf das erste P-Element und auf das dritte P-Element angewandt werden. Wie Sie sehen, ist es auch möglich, dass ein Element mehrere Klassen besitzt, zum Beispiel hier Highlight und New. ID-Selektor. Der ID-Selektor ist sehr ähnlich wie der Klassenselektor. Er wird auf alle HTML-Elemente angewandt, die ein Attribut ID mit einem entsprechenden Wert haben. Zum Beispiel hier das zweite P-Element. ID ist gleich Navigation. Anstelle des Punktes verwendet man für ID-Selektoren ein Rautezeichen. Der wichtige Unterschied zum Klassenselektor besteht darin, dass ID-Selektoren nur einmal pro HTML-Seite vorkommen sollten, während eine Klasse für beliebig viele Elemente verwendet werden kann. Im folgenden Beispiel gilt der ID-Selektor für das Element, welches ein ID-Attribut mit dem Wert Navigation besitzt. Raute, Navigation, geschweifte Klammer auf. Dann kommen die Eigenschaften und die Werte. Hier mal wieder die Eigenschaft Hintergrundfarbe und geschweifte Klammer zu. In HTML ist es hier das zweite P-Element mit dem ID-Wert Navigation. Nachkommenselektor. Mit einem Nachkommenselektor kann man Elemente noch etwas genauer auswählen, indem man mehrere Typ-, Klassen- oder ID-Selektoren kombiniert. Schauen wir uns gleich ein Beispiel an, bevor ich etwas näher darauf eingehe. In CSS erst das P-Element, dann das A-Element, geschweifte Klammer auf, dann die Eigenschaft keine Textdekoration, also der Link wird nicht unterstrichen,
geschweifte Klammer zu. In HTML einmal ein Link innerhalb eines P-Elements und einmal ein alleinstehender Link. Der Nachkommenselektor PA wählt alle A-Elemente aus, die irgendwo innerhalb eines P-Elementes vorkommen. In unserem Beispiel würde die CSS-Regel auf das A-Element im zweiten P-Tag zutreffen. Das wäre dieser Link hier. Jedoch nicht auf den zweiten alleinstehenden Link. Der erste Link im P-Element wird nicht unterstrichen und der alleinstehende Link, der wird unterstrichen. Hinweis, das A-Element muss nicht unbedingt direkt dem P-Element untergeordnet sein. Der Nachkommenselektor trifft auf irgendein Nachkommen zu. Für den anderen Fall gibt es den Kindselektor, auf den ich jedoch hier nicht eingehen werde.